Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier im Regen unterwegs und jäten Unkraut mit unserer wunderschönen Hacke, die aber auch gar nicht dreckig wird, weil es gerade regnet. Hier bleibt ein ganz kleiner Streifen stehen, das ist aber unsere Auftragsarbeit. Ich denke, das kann ich dann verzeihen, beziehungsweise das kriegt der Kunde gar nicht mit. Das wird ja dann, wenn wir fertig sind, dann gut gemacht. Ich habe etwas die Geschwindigkeit, glaube ich, überschätzt, mit der der Traktor dieses Unterfangen hier hinter sich bringt. Denn wir sind doch sehr, sehr, sehr langsam unterwegs, muss ich sagen. Aber gut, naja, das hat ja auch etwas Zen-mäßiges. Man wird einfach ein bisschen entschleunigt und kann sich wieder ganz in Ruhe seinen Gedanken hingeben, die man so im Laufe eines Tages hat. Mein Gedanke ist gerade, ich habe mir vor der anderen Folge, bevor ich angefangen habe, den Kaffee gekocht. Und der steht immer noch in der Küche. Das heißt, der wird jetzt kalt. Ich glaube, ich drücke mal ganz kurz auf die Aufnahmepause. Ich hole mal meinen Kaffee hierher und dann mache ich einfach weiter. Also ich werde unten die Wände noch machen, dass er dann in die andere Richtung wieder hochfährt. Das kann er ja alleine, während ich Kaffee hole. Da kann ja mal der Automatismus fahren und ich drehe meine Kaffeekanne auf und trinke mal einen schönen Käffchen. Das ist ja auch mal ganz lecker. Wir werden erstmal unten noch quer fahren und dann wieder hoch. So, zu 10% haben wir schon abgeschlossen, aber sind wir noch gar nicht mal einmal rum. Das wird jetzt ein bisschen dauern hier, 8 Hektar, aber okay, für 4000 Euro, was tut man nicht alles für Geld? Es ist immer wieder dasselbe und natürlich auch dieselbe Rechtfertigung, dass man Dinge und dass man das Geld halt einfach braucht für alles Mögliche und in diesem Falle für Saatgut wird es dann wahrscheinlich investiert werden für unsere anderen Felder, damit wir endlich mal Mais machen können. Das Maisgebiss haben wir ja schon, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht an unserem Mähdrescher. Dieses grüne Maisgebiss an einem schwarzen Mähdrescher ist einfach eine Farbkombination. Das ist irgendwie nicht so meins. Schwarz-Grün, gibt es eigentlich Fußballvereine, die die Vereinsfarben Schwarz-Grün haben? Blau-Schwarz kenne ich von glaube ich, Waldhof Mannheim, die haben so hellblau-schwarz. Bin ich der Meinung, dass ich weiß aber nicht mehr, ob das auch hatten die sogar grün. Ach, naja, egal. Auf jeden Fall finde ich die Mischung, na gut, hier haben wir ja auch grün und schwarz an dem Fahrzeug dran. Von daher, naja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so richtig gut finde oder nicht. Das muss ich mal so sagen. So, dann gucken wir mal hier, wo ist denn hier die Bahn? Die müsste eigentlich ziemlich weit auf der Seite sein. Naja, stehen wir doch ganz gut drin, ne? Absenken, Vollgas. So. Ich drücke jetzt mal ganz kurz die Pause für eine Aufnahme, bin gleich wieder da, ne? So, Thermoskanne aufgedreht, Kaffeetasse ist voll. Ich hoffe, ihr habt auch einen kleinen Schluck zum Trinken da, in diesem Sinne, Prost. Aber so ein kleines Käffchen ist ja auch ganz lecker. Und er hat jetzt auch gerade, sag ich mal, die perfekte Trinktemperatur. Man kann ihn einfach so trinken. Er ist noch warm, aber er hat noch nicht Zimmertemperatur. Das ist ja der typische Bürokaffee, der hat ja meistens immer bloß Zimmertemperatur. Wenn man dann wieder irgendwo hingerufen wird, hier das, dies, das, Ananas und dann zack, ist der Kaffee kalt. So, ja. Was haben wir denn heute überhaupt für einen Tag? Heute müsste Mittwoch sein? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Da bin ich schon wieder raus aus meinem ganzen Aufnahme-Dingsbums-Plan, den ich mir da eventuell mal irgendwann im Kopf mache. Das Problem ist, ich plane immer sehr viel im Kopf hin und her und dann stolper ich einmal durcheinander gebracht. Dann weiß ich schon nicht mehr Bescheid. Und hier beim Kaffee holen habe ich jetzt gerade auch festgestellt, dass die Tür zur Küche auch noch offen war. Das war auch ganz günstig, dass ich die zumachen konnte, weil die Waschmaschine ist gerade am Arbeiten und nicht, dass wir dann nachher den Schleudergang hören. Das ist ja auch immer nicht sehr angenehm. So, gut. Also, die ganzen Klarheiten und Unklarheiten haben wir jetzt beseitigt. So, wir machen hier wieder eine 90-Grad-Wende. Fahren hier mal quer rüber. So, schön ist er, der Kleine. Ah, der Fendt, das war auch wirklich, das war ein Einkauf, der war wirklich nötig. Aber, ne, wenn wir den nicht gekauft hätten, hätten wir oben auch schon Feld 10 kaufen können. Gut, aber dann hätten wir jetzt wirklich richtig Schwierigkeiten, das alles zu bestellen. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt... Heute wird wirklich ein voller Monat, glaube ich. Ich habe, glaube ich, nicht bis umsonst, nur bis um 6 geschlafen. Wir werden ein bisschen Zeit verbringen hier. Was ist das eigentlich, ein Arbeitsscheinwerfer nur auf eine Seite? Oder ist auf der anderen Seite schon abgebrochen? Naja, man weiß es nicht. Ist das ein Arbeitsscheinwerfer?
Ah, guck an, der geht mit an, ja. Der macht da extra Licht. Okay. Ah! Ich fahr. Sprintet aber auch gleich los, der Traktor, ne? Kennt er nix. Keine Last mehr hinten dran, er hängt. Wie aufgezogen mit Gummiband. Pump, geht das los. Der Steiger, der Kleine. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was die ganzen Maisflächen dann an Mais bringen. Und das sollte uns ja dann hoffentlich auch genügend Futter für die süßen kleinen Schweinchen bringen. Beim Gerstefeld bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das ausreicht. Das eine. Muss mal gucken, dass ich dann... Da habe ich schon die Überlegung gehabt, dass ich Feld 10 dann doch Gerste drauf mache für unsere Tiere. Und nicht Raps fürs Geld. Was wollte ich jetzt drücken? Achso, das wollte ich drücken, ne? Oh, ab dafür. Fahr runter. So. Das ist wieder der Moment, wo wir zur Dings-Thermoskanne greifen können. Schlückchen Kaffee. Dann fahren wir hier ganz gemütlich das Feld runter. So. Ich würde liebend gerne mehr in der Innenansicht fahren, aber bei dem Regen diese Scheibenbüschergeräusche, ne? Dieses Wupp, Wupp, Wupp. Die ganze Zeit im Hintergrund. Das macht mich richtig nervös. Ich glaube, ich kann die auch irgendwo aktiv ausschalten, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gibt es in den Einstellungen gibt's irgendwie die Möglichkeit zu sagen, dass die Scheiben wahrscheinlich nicht automatisch laufen oder so. Dann hätte ich es jetzt angelassen können. Dann hätten wir so ein bisschen ASMR gehabt von Regentropfen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, ob dieses Teil hier auch funktioniert auf dem Rübenfeld oder ob wir dann uns das Rübenfeld zerhacken und versauen. Aber wir werden mal eine kleine Ecke testen und gucken, wie gut es geht. Und ja, da müssen wir ja auch alles einmal abfahren. Theoretisch könnten wir auch spritzen. Das würde natürlich schneller gehen, aber wir wollen ja so ökologisch wie möglich unseren Anbau betreiben. Damit wir dann auch ökonomisch den Erfolg davon haben, weil die Bodenbearbeitungsbewertung dann bei der Ernte wieder steigt und wir dann vielleicht im nächsten Jahr 10% auf unsere Verkäufe, also diesen Öko-Bonus bekommen. Dass wir da vielleicht 12 oder 14% bekommen oder na, 12% würden mir schon reichen. Das wäre schon ganz okay soweit. Da hätte ich schon viel von. Wir müssen sowieso noch, glaube ich, die Informationen von den kleinen Feldern hier vorne kaufen, wo das letzte Mal dann links drauf war, damit wir da wieder alles richtig haben. Und ja. Und dann werden wir im Mai natürlich auch nochmal viel Unkraut jäten dürfen auf den, mindestens auf Bereifeldern. Ich glaube, das, was ich geblüht hatte, wo Zuckerrüben drauf waren, das nicht. So, bin ich hier weit genug drüben? Ja, ne? Das sieht gut aus. Weiß ich gar nicht, ob ich das jedes Mal so mache, hier diesen Winkel mitfahren, aber ich denke mal nicht, dass wir dann nachher mal einfach bloß noch die Spur durchwechseln. Sollte ja auch gehen. So, dann. Ich weiß gar nicht, was hier drauf gepflanzt ist, habe ich noch gar nicht geguckt. Vielleicht darf ich das hier dann auch irgendwann mal ernten. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe dieses Feld noch nie abgeerntet, ne? Wollte man mal haben, egal welche Frucht drauf war, weil man hier wahrscheinlich gut mit diese 10% Bonus, die man dann kriegt, ganz gut gebrauchen kann für seinen eigenen Beruf und für den Verkauf und ähnliches. Aber dazu hat es noch nicht gereicht. So. Spur haben wir. Absenken, Abfahrt. So. Sehr schön. Sieht aber. Weiß ich gar nicht. Könnte sogar Hafer sein, ne? Gucken wir doch mal in der Feldliste nach. Wann haben sie denn hier angepflanzt? Die lieben Leute. So, da sehen wir schon, dass unser Unkraut ganz gut hilft, dass das funktioniert hier, ne? So, was ist denn hier drauf? Ja, Hafer ist drauf. Auf Nachbarfeld ist Hafer. Hafer gibt es viel. Auf 39 ist auch Hafer. 32 hat Hafer. Wir haben ja auch riesengroße Haferfläche. Nö, das ist ja. Wird der Haferpreis ja fallen, wenn so viel Hafer unterwegs ist. Hier ist auch Hafer unterwegs. Guckst du an. Überall Hafer. Nur unsere drei Felder. Oder unsere vier Felder sind nicht bestellt und die beiden hier nicht. Mhm. Ah, dann doch noch ein paar mehr nicht bestellt. Okay, da sehen wir noch ein paar. So, hier oben, das ist immer noch Wiese, aber die Felder haben wir nie wieder zum Wiese machen gekriegt, ne? Hier, da haben wir ja auch schon ein bisschen Geld mal verdient.
Die Felder haben wir auch alleine mal gemacht. Und dieses Feld hier mit Silage machen, das war natürlich ein Träumchen von Auftrag. Das muss man wirklich zusagen. Also der Auftrag, der hat uns richtig viel Geld gebracht. Da konnten wir gut investieren. Das war schön. Das war nicht so ein, sagen wir mal, 4000 Geldauftrag. Also, das ist ja mal so: so ein Unkraut jeder Auftrag ist jetzt nicht der schönste. Aber ich möchte halt dieses Feld kaufen und dann sehe ich schon mal, was ich denn hier so an Arbeit reinstecke und wie viel Zeit hier reinläuft. Das wird nicht wenig sein. Denk mal, die Unkraut-Jäter-Aktion. Oh, der Regen hat aufgehört. Sehr schön. Die Unkraut-Jäter-Aktion wird eine Weile dauern hier. Na gut, ist aber so. Wir müssen es ja auf unseren Feldern auch noch machen. Und da wird es ähnlich lange dauern, denke ich mal, die anderen beiden Felder auch noch mal zu machen. Das ist die nächste Stunde schon mal verplant. Ja, kann ja mal passieren, sowas. So. Dann machen wir uns davon noch mal quer auf. Einmal machen wir hier noch eine Querroute. Und dann sollte eigentlich alles klappen. Nee. So. Das ist wieder noch drinne. Wenn der Autogasgeber drin ist beim fürs Vorwärtsfahren und mal wieder rückwärts fahren, dann geht das nicht. Dann will er nicht. Dann steuert nämlich der Vorwärtsfahrdrang den Rückwärtsfahrdrang entgegen und deswegen bleibt er dann einfach stehen, als wenn man zwei Gänge gleichzeitig drin hätte. Warum auch immer das so ist. Keine Ahnung, ob es da auch schon eine Fehlermeldung gibt oder so, oder ob das gewollt ist. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eigenartig. So, mal gucken. Ja, doch, von der Breite passt das, ne? Ja, doch. Locker flockig. Locker flockig. Im Winter. Apropos Winter. Ah, der Schnee ist fast weg. Hätte hier noch ein bisschen Schnee bei mir, aber jetzt die Tage wird es sehr warm. Oder wurde es durchaus wieder Überplus oder Überplus gerade? Ja, nee, ist klar. Über 0 Grad und deswegen taut er ganz gut weg. Und es hat dann auch noch wärst geregnet. Das setzt sich natürlich extrem zu, wenn ein warmes Wasser drüber läuft. So gegen Sonneneinstrahlung und warme Luft, da geht dann die oberste Schicht, schmilzt so ein bisschen an, aber die innere Temperatur bleibt. Aber das Wasser, das dringt halt richtig durch und macht den Schnee relativ schnell kaputt. Finde ich schade. Ich finde nämlich Schnee toll. Könnte von mir aus wirklich, also es könnte von mir aus im November so 20 cm Grunddecke geben. Dann alle 3 Tage einmal so 1, 2 cm überzuckern, damit es wieder schön weiß ist. Und dann wird ja immer dreckig mit der Zeit dann. Und dann ist dann immer schön die Welt schön weiß und das kannst du bis Ostern hinmachen. Dass wir dann so kurz vor Ostern so einen halben Meter gepressten Schnee irgendwie haben, von mir aus, ne? Aber das ist so einen halben Meter hoher Schnee liegt und dann kannst du langsam abtauen. Das wäre schön, aber naja, gut. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch ein bisschen Schnee. Es ist ja schon deutlich mehr als im letzten Jahr gewesen, glaube ich, was an Schnee hier war. Bei mir. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre war ganz wenig. Aber wir hätten das. Mann, das. Da hatte ich meinen BMW. Zweite Jahr, glaube ich. Das heißt, es war's. Muss 13, 12 oder 13 muss es gewesen sein. Da hatten wir zu Ostern hier so viel Schnee, dass ich mir wirklich mein Auto aus dem Schnee rausbuddeln musste. Das war nicht so schön. Hat keinen Spaß gemacht. Nee, das war wirklich nicht schön, aber okay. Aber wirklich zu Ostern sehr viel Schnee nochmal. Also was, keine Ahnung, warum das da war. Ich weiß auch nicht, ob Ostern noch ziemlich früh im Jahr war. Kann ja das nicht mehr sagen. Aber das sind halt eben, das ist so, ne? Ja, klar, ne? Deswegen sage ich ja auch immer so leicht überzuckern nur, ne? Also nicht, dass ich denn wieder, ich will nicht wieder 20 cm Neuschnee jeden Monat haben. Mit A auf den Schlag, weil denn da hast du denn zu tun hier, das alles rauszubuddeln und ähnliches. Aber wenn es immer so leicht überzuckert, so dass du das dann halt kurz weggefegt kriegst, auch von einem Parkplatz oder so, dass das Auto dann halt eben nicht sinnloserweise die ganze Zeit auf den, irgendwann auf dem Schneeberg stehen muss oder der Schneeberg hinter dem Parkplatz so groß ist.
dass dann das alles wieder so einging. Das hatten wir ja auch schon mal. Also das konntest du fast gar nicht mehr parken, also, weil der Schnee einfach auf dem Parkplatz keine Fläche mehr war, wo der Schnee hin konnte. Oder hingefahren werden, hingeschoben werden konnte. Obwohl hier nebenan ist eine Wiese, also mit ein bisschen guten Willen hätte man es auch da untergekriegt, glaube ich, aber naja. Der gute Wille manchmal zählt da halt nicht. So. Ohne App dafür. Ja, aber. Ja, ich bin einfach ein Wintermensch. Ich mag Winter sehr. Ich bin auch nicht so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht so da draußen bin, ne? Also, dass ich nicht unbedingt draußen rumturnen will, sondern dass ich wirklich dann mir auch sehr schön von drinnen Wetter angucken kann und sage: Das ist schön, dass da draußen das Wetter ist. Muss nicht unbedingt zu mir an meine Haut kommen. Da ist einfach. Ja, ich habe mich zu sehr drinni, um nochmal ein altes Wort wieder zu benutzen. Merkwürdig, habe ich mal von Tokyo Hotel gelernt, was Drinnis und Draußis sind. Wir müssen irgendein Interview gesagt und das hat sich so eingeprägt, dass ich mir das gemerkt habe. Oh Mann. Ich dachte ja wirklich, wo das erste Lied rauskam, das wäre dann halt eine Dame gewesen und ein Mädel. Aber nee, war ja auch ein Typ. War schon sehr exzentrisch, ne? Naja. Was willst du machen? Das waren die, was ist das, Mitte, frühen 2000er waren das? Ich weiß gar nicht, wann die Erfolg hatten. 2005? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und der eine hat jetzt Heidi Klum geheiratet. Also ich meine, das hätte ihm schlechter treffen können. Ich hätte auch nichts dagegen, Heidi Klum zu heiraten. Jetzt nicht des Geldes wegen, aber war ja doch schon ein bisschen. Ein bisschen des Geldes wegen auch, weil ich glaube, wenn die heiratet, musst du keine Gedanken mehr machen. Muss sie halt bloß fit halten, damit du denn ihr immer noch gefällst die ganze Zeit, damit sie dich nicht abstößt oder so. Oder du ja so dermaßen auf den Sack gehst, dass sie sich einen anderen sucht. Oder du musst akzeptieren, dass sie sich einen anderen sucht. Je nachdem, wie gut oder schlecht man damit klarkommt, ne? Oh, abgesenkt, sehr gut. Aber ansonsten, ich meine, also, die hing früher bei mir im Zimmer an der Wand. Die war 2000 oder sowas, war die im Wirtkalender mit Letizia Kaster, Heidi Klum und irgend noch ein Wayne. Weiß ich nicht mehr, wer das dritte war. Und ja, der Wirtkalender, den hatte ich damals an der Wand hängen. Lang, lang ist her. Da war ich noch Kfz-Mechaniker. Da war ich noch Schrauber. So. Da haben wir einen letzten Schluck jetzt erstmal aus der Thermoskanne genommen während der Fahrt. Ich werde hier weiter ein bisschen Unkraut jäten. Wir werden uns dann, denke ich mal, sehen, kurz vor Fertigstellung hier auf diesem Feld, damit wir die Überweisung mitnehmen können im Video. Und dann fahren wir zu unserem eigenen Feld und fangen da an. Dann werden wir erstmal das Rübenfeld testen, ob denn der Striegel auf dem Rübenfeld auch seinen Job richtig macht oder nicht. Und ob dann das Unkraut wegbleibt oder wir dann nochmal mit der Spritze drüber müssen danach. Das kann nämlich auch passieren, ne? Dass wir jetzt zwar das Unkraut dann vernichten und rüberfahren damit, aber dass es dann wiederkommt. Und dass es dann halt eben nur im Getreide wirklich endgültig weg ist, wenn man das in der richtigen Wachstumsphase macht. Aber es sieht doch schon ganz gut aus hier. Was kann ich, das sind zwei Spuren, glaube ich, hier zwischen vier, ne? Ich glaube, ich muss jetzt einmal mit Alt-A hier rum und dann wieder Alt-A immer machen und dann müsste sich das langsam auffüllen, hier die Lücken. Na, kicken wir mal, wa? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.